Meine lieben Freunde, meine lieben Phantasmagoria-Freunde, wir haben letztes Mal noch ein geheimes Zimmer entdeckt, ne, und ja, wir gehen jetzt erstmal wieder raus und der gute Don hat sich ja da, sagen wir mal, nicht sehr nett über Adrian und wie soll ich sagen, was das eigentlich ist, wir haben letztes Mal in der Truhe was gefunden, der hat sich ja nicht so wirklich nett geäußert, so, ne, was die gute Harriet angeht, ne, und Harrison... Man hört zu, du lausiger Hurensohn. Lass deine Finger von meiner Frau! Zum Teufel, ich weiß genau, was du vorhast! Don, halt den Mund! Sie sollten jetzt besser gehen. Sag mir niemals, ich soll den Mund halten! Okay, gleich zum Beginn der Folge endet das Kapitel. Gut, Dawn ist ziemlich durch den Wind. Ne? Also, wie gesagt, ich habe, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, spätestens jetzt wäre ich raus aus der Nummer. Ich wäre weg. Ne? Egal, Dawn hin, Dawn her. Ne? Und gut, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Kapitel wieder. Ne? Und ja, das wird gleich passieren, liebe Leute. Also, dann bis gleich. Ciao, ciao. Und das Kapitel endet hier. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen im fünften Tag. Waren das jetzt Blutstränen oder war das Blutschweiß? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Blut und Blut ist nie gut, wenn es nicht innerhalb des Körpers ist. Und das war es ja hier nicht. Und ja, gut, dann gucken wir mal in den Laptop. Na, da war ja schon mal, haben wir schon mal eine Warnung entdeckt oder mal gelesen. Mal gucken, was jetzt da so steht. Was, Adrian? Was? Okay, was steht da? Rette? Was? Rette? Traue? Traue niemanden. Und davor? Rette. Rette dich. Okay, rette hier. Ne? Rette dich. Ausrufezeichen zweimal. Ne? Dann traue niemandem. Das ist nicht gut, liebe Leute, das ist nicht gut. Wir gehen mal hier, das ist gar nicht gut. Kommen wir hier nochmal ran, hier kommen wir nicht mehr ran. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich nichts sehen, oder ne? Vielleicht taucht da irgendwann das Sierra-Logo auf, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ist aber auch nur Schnee, ne? Ist nur Schnee. Gut, Adrian, dann mach den mal wieder aus. Gehen wir jetzt mal hier hin. Und gehen wir mal direkt darüber, weil es ist ein neues Kapitel. Halb neun, es ist abends, Freunde, es ist abends. Aha. Gucken wir erstmal da, das ist, glaube ich... Was ist denn das? Fragst du jetzt wieder, was ist denn das? Was ist denn das? Na, so, natürlich ist abends und das ist alles ein bisschen schauriger, das ist... Gut, dann gehen wir mal dahin, gucken wir mal, ob eventuell auf dem Bild irgendwas Neues sich getan hat. Thank you.
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich auf jeden Fall weg wäre, Freunde, ne? Das ist, was ist das? Das sind, glaube ich, nur die Paletten. Wir gucken da nochmal ganz, wir gucken wahrscheinlich Leonora. Oder verändert sich die Schrift auch? Boah, es ist, wie gesagt, es ist ultra lange her, dass ich es gespielt habe. Wir gucken uns trotzdem mal alles an und da stand ja, glaube ich, Leonora da was drauf, ne? Gucken, ob sich da auch irgendwas verändert. Das ist, ne, ist immer noch Leonora. Hm? Gut, ne? Ich schaue jetzt auch nochmal ganz kurz mir die Schürze an, weil das ist, es kann sich alles verändern und insofern. Ja. Meine lieben Leute, das ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das ich glaube, das war, das hatten wir, glaube ich, schon so. Aber ich muss es trotzdem machen, weil ich halt nicht weiß, wo irgendwas sich jetzt wirklich gravierend verändert. Und gut, dann leg das mal wieder weg, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Okay, in dem, das ist hier so, wenn wir uns auch nochmal ganz in Ruhe setzen, erstmal ein bisschen, ach so, das ist nur das. Okay, dann gehen wir mal tatsächlich raus. Okay. So, gehen wir mal ins Babyzimmer. Hat sich da irgendwas getan? Adrian, komm mal her, Baby. Na, ist eigentlich alles beim Alten. Ich will da nochmal reingrapschen, das ist es. Okay, das... Was ist denn das? Mein Gott, was ist das? Gott, was ist das? Ha. Wie gesagt, ich wäre schon dreimal weg, Freunde. Also eben mich hätte in diesem Haus nichts mehr gehalten. Aber das ist ja das typische Klischee von Horrorfilmen auch, ne? Weil jeder weiß, Alter, wenn du jetzt nicht rausgehst, bist du ein toter Geselle. Und die Leute gehen einfach nicht raus, ne? Mal gucken, ob Dawn es noch irgendwie sich verändert. Dawn hat ja doch jetzt aktuell doch ein kleines Aggressionsproblem. Ich guck mal ganz kurz, ob der da ist. Okay, ist der Cursor diesmal wieder rot? Ich klicke mal drauf. Dawn? Bist du da drin? Okay, also Dawn ist erstmal nicht mehr für uns zu sprechen. Jetzt gucken wir mal, ob da eventuell... ich glaube, der Spiegel sieht das mal ein bisschen anders aus. Ich klicke da mal drauf, liebe Leute, auf eigene Gefahr. Heute Nacht gibt es ein Festessen, nur für dich, Regina. Ich habe deine Lieblingsgerichte zubereitet. Sieht das nicht köstlich aus? Als Vorspeise Innereien alla Marinara. Süß-saure Kutteln. Noch hungrig? Hirnomelette. Wirklich köstlich. Ja. Also spätestens jetzt wäre ich weg, meine lieben Leute, da... Wer hat noch Hunger? Irgendwie, wir klicken nochmal ganz kurz. Hat nur wer Hunger? Möchte noch einer ein lecker Steak? Ein bisschen Hirn wäre im Angebot? Innereien?
Ich glaube, der ist nicht mehr da. Gut, dann, dann gehen wir mal runter. Mal gucken, oh Gott, was ist das? Also, der Typ war ja auch ein bisschen besessen, muss man ja schon so sagen, ne? Der gute Kano. Ich weiß nicht, wir gucken jetzt hier mal alle. Ich will auf jeden Fall alle Spiegel gucken. Ihr habt gesehen, was wir da sehen. Da kriegen wir noch Informationen her, ne? Die jetzt nicht wirklich Informationen sind, die wir vielleicht haben wollen, aber wir müssen auf jeden Fall. Er war auch echt total besessen. Und, ne? Also, ne? Dass Adrian oder jeder, sagen wir mal, jeder normale Mensch, der kein Teil des Horror-Games oder Horrorspiels oder wie auch immer ist, wäre jetzt weg, weil er die Parallele doch sehen müsste. Ne? Ganz, ganz dringend sehen müsste. Sicher nochmal in den Spiegel hier gucken, ne? Da nochmal rein. Oh, da können wir gar nicht rein. Können wir da reingucken? Ne? Gucken wir da nochmal ganz kurz. Hm. Ich glaube. Okay, das ist, glaube ich, nur wieder der Ring. Das müsste auch noch da sein. Ja, das können wir. Ja, wir lassen es laufen, so lange ist es ja nicht. Und dann möchte ich ganz gerne noch mal ganz kurz in den Schrank reingucken, denn da sind die Zigaretten drin, die selbstgedrehten Fluppen, was möglicherweise eine nicht ganz legale Rauchware sein kann, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind auch irgendwann weniger drin. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal drei. Drei oder vier, wir gucken mal ganz kurz. Edrin, da fehlt eine. Ja, sie grübelt, ne? Ich glaube, hier im Bett ist nichts mehr. Ja, gut, das ist. Ja, wie soll ich sagen? Also, wenn das wirklich irgendwelche drogistischen Zigaretten sind, dann ist Dawn auf jeden Fall jetzt zu seiner Besessenheit auch noch irgendwie drauf oder ne, unterwegs oder wie auch immer, ne? Und so, jetzt will ich aber ganz kurz hier nochmal reingucken. Flum, dumm, dumm. Sehen wir da noch irgendwas, irgendwie, irgendwo? Wir müssen alles abklappern. Die Leute, seid mir nicht böse, wir müssen alles abklappern. Denn es ist so, dass jetzt wir sind jetzt, glaube ich, in der Phase, wo es dunkel ist, in dem, gut, das ist nur der Brief gewesen. Dann gehen wir noch wieder raus. Das Ganze ist, ich kann euch das gleiche auch nochmal kurz zeigen. Wir gucken uns die Lady hier nochmal an. Alleine wegen des Pianos. Well. Okay, ich habe keine Angst. Ich werde jetzt nicht singen, liebe Leute. Und insofern gehen wir nochmal raus. Okay, dann mein Vorschlag, wir gehen jetzt mal runter. Weil wir müssen ja in jedem neuen Kapitel, wisst ihr das ja, ne? Cyrus? Oh, hier bist du, Lady. Was ist los, Cyrus? Meine Mama. Sie sagt, du sollst schnell zur Scheune kommen. Scheune. Warte, Cyrus. Scheune. Ich verstehe nicht. Ich glaube, es hat etwas zu tun mit einer, Seance. Seance. Oh, warte, Cyrus. Ich habe diese Tarotkarten gefunden. Willst du deine Mutter haben? Oh, bestimmt. Die sehen toll aus. Seance. Gut, dann machen wir auf jeden Fall gleich eine Seance. Jetzt machen wir aber unsere erste Seance nämlich hier an unserem Wahrsageautomat, der einzige Grund ist, der mich tatsächlich noch hier hält, weil ich wissen will, wie es weitergeht, da bin ich ehrlich. Ich klicke da jetzt mal drauf, meine lieben Leute. Neues Kapitel, neue Wahrsagen, Weissagung, das ist. Wir passen auf dich auf, du bist nicht allein.
wer passt auf uns auf? Wie die immer perfekt trifft, ne? Also bei mir sieht das anders aus. Ich würde alles daneben ballern. Okay, das war das Erste. Also wir sind nicht allein, das ist gut zu wissen. Vielleicht meint er Cyrus und Harriet, ich weiß nicht. Jetzt will ich aber noch ganz kurz gucken, wie es mit dem Absinth bestellt ist. Ob da noch was drin ist, ob das vielleicht jetzt... Ne? Wir wissen, er hat schon gekifft, der Gute. Oder hat zumindest diese Zigaretten geraucht, ne? Und... Okay... Mein Gott, hat Don davon etwa getrunken? Okay, also ich glaube in irgendeinem Kapitel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Ding irgendwann leer. Und jetzt will ich aber noch gut das Klavier... Da können wir nochmal hängen, aber ich glaube, die Musik vom Klavier, die verändert sich nicht großartig. Wir gehen jetzt nochmal in den anderen Spiegel schauen. Bevor wir zur Seance gehen, wie ne, Cyrus sagte, möchte ich nochmal ganz kurz in den anderen Spiegel schauen. Wisst ihr jetzt warum? Wisst ihr jetzt, warum ich das wollte? Okay. Haben wir denn da? Dann, mein lieben Mann. Das ist für dich. Nein, das ist für dich, Victoria. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Seance an. Wir haben jetzt schon einiges an Gruseligkeiten gesehen und ja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 Seance teilnehmen.